Hallo, Nicola Herrmann von nicolahermann.de. Ja, heute live aus Wien, aus meinem wunderbaren Zimmer und ja, wie man sieht, jetzt mal, wie man sieht, in ganz wunderbarer Kulisse hier in meinem Hotelzimmer. Wahnsinn! Das 25-Stunden-Hotel in Wien kann ich nur empfehlen. Hallo, liebe Kerstin. Ja, warum bin ich hier? Ich bin hier wegen der lieben Birgit Kirchmeier, die hier ein ja, Mastermind-Workshop zum Thema Facebook Live macht. Und da bin ich natürlich dabei. So, aber heute ist ja nicht mein Thema Facebook Live oder das 25-Stunden-Hotel in Wien, sondern ich bin hier, weil ich ja, im Moment meine Reihe mache. 10 gute Gründe, keinen Zucker zu essen. Und heute ist Nummer 3 dran. Grund Nummer 3, kein Zucker zu essen, ist: Zucker macht müde. So, jetzt denkst du dir vielleicht, wow, wieso macht Zucker müde? Wir essen doch alle oder ne, jeder kennt es. Ich bin müde, eine Runde Dextro einschmeißen und dann geht's wieder. Ja, es geht für eine Weile, aber dann war es das dann aber auch wieder. Und zwar musst du dir das so vorstellen. Wer das Video gestern gesehen hat, da habe ich das ja auch schon mal so ein bisschen erklärt. Und du nimmst Zucker zu dir und dann, hallo liebe Kerstin, hallo liebe Simone, und dein Blutzuckerspiegel rauscht ab. Ja, also das ist, der geht so hoch. Und was dann passiert, ist, dass Insulin ausgeschüttet wird und das Ganze alles abfängt. Also das Ganze, den ganzen Blutzucker ab in die Zelle. Das ist einfach ein altes Muster. Ich kann mich kaum konzentrieren vor lauter reinfliegenden Herzchen und Smileys. Das ist so süß von euch. Vielen, vielen Dank. Ja, also. Weiter im Text. Also, Blutzuckerspiegel steigt an, Insulin wird ausgeschüttet und dann hat das Insulin die Aufgabe, sozusagen den Zucker aus dem Blut zu holen. Das ist einer von unseren alten Überlebensmechanismen. Das heißt, so wir sind im Neandertal und im Neandertal gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel, was den Blutzucker so hochtreibt. Und wenn es das mal gibt, dann heißt das, yeah, ab in die Zelle damit und ab auf die Hüfte für den nächsten Winter. Ja, das ist leider so, dass unser Körper noch im Neandertal ist und er ist noch nicht im Kühlschrankzeitalter angekommen. Das heißt, dieser Mechanismus hat uns früher Leben gerettet. Und heute ist es halt leider in Anführungsstrichen so, dass wir dieses zuckerhaltige Angebot halt ständig haben. Also wir müssen noch nicht mal Dextro zu uns nehmen, damit der Blutzuckerspiegel so abrauscht. Also ich nehme mal das normale Kinderfrühstück, also zum Beispiel so ein Nutella-Brot oder aber irgendwelche Frühstücksflocken, die so super gezuckert sind, ja, also Lines zum Beispiel besteht zu einem Viertel aus Zucker und das ist, ja, das ist kein Einzelfall, also das ist ganz, ganz häufig so, diese ganzen Kindermüslis, die einem dann, oder Cerealien, die einem dann auch noch als gesund verkauft werden, die bestehen zum Großteil bis zu einem Viertel aus Zucker und was dann passiert, ist halt wirklich dieser Wahnsinns-Blutzuckeranstieg oder das Nutella-Brot mit Toast oder Weißbrot. Ja, das macht, dass das so nach oben abschießt und dann halt die Insulinausschüttung und dann geht es wieder runter. Und du siehst schon, also alleine dieses Hoch und Runter den ganzen Tag ist wahnsinnig anstrengend für den Körper. Also, das ist. Ja, dass das richtig, richtig Kraft kostet, deinen Körper den ganzen Tag diese Blutzuckerhochs und Tiefs halt zu haben. Besser ist halt ein leichter Blutzuckeranstieg, dann kontinuierliches Halten und dann nach unten. Was natürlich so ist, ist, dass man, wenn man oben auf diesem kurzen Peak ist, dass es dann
kurzfristig, ganz, ganz kurzfristig, halt wirklich man so ein bisschen wie auf Droge ist. Also Leute, die wenig Zucker essen, die merken das noch. Wir selber merken das meistens gar nicht mehr so, weil wir das so oft haben am Tag. Das, ich sag mal, das stumpft man einfach so ein bisschen ab. Ja, aber wenn wir oben auf diesem Hoch sind, dann haben wir vermeintlich ganz, ganz viel Energie. Aber genau so schnell, wie es gekommen ist, fällt es halt wieder ab. Ja, das heißt, es ist ein ganz, ganz kurzfristiges Leistungshoch, was wir haben. Und danach geht es ab in die Talfahrt. Und wie gesagt, und das ist ein unglaublicher Stress für den Körper. Und das raubt uns ganz, ganz viel Energie, dieses Hoch und Runter, dieses Auf und Ab. Stellt es euch vor wie Bergsteigen, weil nichts anderes ist es ja. Hoch auf dem Berg, runter vom Berg, hoch auf dem Berg, wieder runter vom Berg. Das heißt, es wäre sehr viel besser, wenn wir einen moderaten Anstieg und einen moderaten, das würden wir auch immer machen. Also es sei denn, wir wollen unbedingt, ne, dieses Berg und Tal gerne haben, weil wir ganz besonders, ja, berggeil sind, sag ich jetzt mal, ja, weil wir da unbedingt hoch müssen, weil uns das jetzt gerade mal triggert. Aber ansonsten würden wir uns nie die Bergkette nehmen, sondern wir würden immer, ja, den Weg nehmen, der leicht anfällt und dann leicht wieder abfällt. Also von daher, das ist auch das, was unser Körper möchte. Der möchte diesen langsamen Blutzuckeranstieg und der möchte den langsamen Blutzuckerabfall. Hallo liebe hallo liebe Petra, entschuldige bitte. Wie schön, dass du da bist. Ja, und das war es eigentlich auch von heute von mir zum Thema Zucker. Von daher merkt ihr immer, Zucker ist kein Energiebringer, Zucker ist ein absoluter Energieräuber. Wie gesagt, es gibt diese kurzfristigen Kicks, gerade auch nochmal in Kombination gerne mit Koffein. Wie wir es halt kennen, ich sag mal Schoko und Cola, der Klassiker, oder Red Bull. Das ist nichts anderes als die Kombination von Zucker und Koffein und das hält dann auch schon mal länger an. Aber trotz und alledem ist es wirklich für den Körper unglaublich anstrengend und auch nicht wirklich gesund. Und von daher, wenn ihr wirklich Energie haben wollt und wenn ihr dauerhaft Energie haben wollt, dann versucht euren Blutzuckerspiegel wirklich in so ein, ja, in die Tälerlandschaft zu bringen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das bringt euch wirklich auf Dauer ganz, ganz viel Energie. Und ich kann euch das nur sagen, dass ich es ganz, ganz doll gemerkt habe, als ich umgestiegen bin auf eine zuckerfreie Ernährung, dass es unglaublich war. Und das ist auch immer das, was alle mir berichten, die meine Zuckerfrei-Challenge machen und die längerfristig ohne Zucker sind, nachdem die durch die ersten Tage vom Zuckerentzug durch sind und durch diese erste Unwohlsein, kommt nochmal meistens so ein richtiger Energieschub und die sind total begeistert, wie gut es ihnen geht und wie leistungsfähig sie sind. Sprich, willst du leistungsfähig sein, willst du richtig gut sein, willst du richtig gut performen, dann lass den Zucker weg. Es hat einfach so, so unglaublich viele Vorteile. Du musst nicht komplett erstmal zuckerfrei gehen, aber du kannst an Zucker reduzieren, dann ist schon unglaublich viel gewonnen. Aber wenn du das einmal erfahren willst, dann komm doch einfach in meine Zuckerfrei-Challenge. Am 25.01. geht die nächste los. Ja, dann legen wir los gemeinsam und dann brauchst du nämlich auch diese ersten Tage, die wirklich nicht ganz so doll sind, ich gebe es zu, nicht alleine durchmachen, sondern das machen wir gemeinsam und dann können wir so richtig feiern, wenn es allen gut geht und ja, und dann kannst du loslegen und dann kannst du einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn du an Zucker reduzierst und wenn du fühlst, wie unglaublich viel Energie dir das bringt und da kann man echt jeden Energy Drink für in die Ecke stellen, weil es nachhaltig ist und es ist ein ganz, ganz tolles neues Körpergefühl. Also noch einmal, wenn du möchtest, sei dabei. Ich verlinke dir die Zuckerfreie Challenge und dann kannst du dich direkt anmelden. Ja, sie ist gratis für dich. Das heißt, du kannst es, wenn du willst, für dich ausprobieren, ohne dass es dich was kostet. Und ja, das Einzige, was du
mitbringen muss, ist ein bisschen guten Willen, diese ersten 3 Tage durchzuhalten. Aber ich bin mir total sicher, im November waren 500 Leute dabei und es sind unglaublich viele Leute dabei geblieben und es sind seitdem unglaublich viele Leute immer noch zuckerfrei. Da bin ich total stolz drauf. Die sind wirklich zuckerfrei geblieben, obwohl Weihnachten vor der Tür stand und Silvester, also die Hardcore-Zeit. Und wir gehen jetzt ins Frühjahr, wo es sich wirklich eignet, nochmal so richtig Gas zu geben. Und ja, ihr merkt schon, ich rede mich gerade so ein bisschen in den Flow, weil ich mich so freue auf euch und auf die Zuckerfrei-Challenge. Und weil ich weiß, dass das wieder großartig werden wird. Und ja, weil ich mich so sehr freue, euch einfach versprechen zu können, dass es euch danach sehr, sehr, sehr viel besser gehen wird. Und ihr habt nicht so viel Angst vor dem Verzicht. Ja, kommt sozusagen in den Gedanken, dass zuckerfrei zu gehen kein Verzicht ist, sondern dass es ein Tor ist zu wirklich viel mehr Energie, zu viel mehr Geschmackserlebnis, weil man nicht so abgestumpft ist vom Zucker. Und ja, jetzt höre ich auch auf. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz tollen Nachmittag hier aus Wien. Ich muss nochmal für alle, die es vorhin noch nicht gesehen haben, mein hypergalaktisches Zimmer zeigen. Die sehen alle so aus. Ist das super? Ja. Und ja, und ich freue mich total jetzt hier auf mein Wochenende bis Sonntag. Darf ich hier bleiben? Ja, mit meiner Mastermind-Gruppe zusammen in die Mastermind-Gruppe Facebook Live. Und ja, ich wünsche euch ein mindestens genauso geniales Wochenende. Natürlich gehe ich morgen auch wieder live mit meinem nächsten Zuckerhack. Und ich weiß noch nicht wann, weil ja, ich im Moment nicht ja, meinen Tag plane, sondern es einfach so auf mich zukommen lasse, wie das hier so in Wien wird und ist. Also von daher, ich denke mal eher morgen Vormittag, weil morgen Nachmittag Programm angesagt ist. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir auch morgen früh Stadtrundfahrt, steht alles noch nicht fest. Also von daher lasst euch überraschen, guckt einfach mal rein oder wenn es euch interessiert, was morgen mein Grund ist, keinen Zucker zu essen, dann schaut einfach mal ab und zu auf meiner Seite vorbei, meine Teilnehmer. Das war's jetzt aber und ich freue mich auf euch und meldet euch an. Es wird großartig. Bis bald. Tschüss!